Ja, hi, hi. War ja mal wieder jetzt ein bisschen ruhig. Aber ich habe schon wieder mal das Bedürfnis, ein Video zu machen, weil ich schon immer mal sagen wollte. Ich habe das Gefühl, die wollen einen alle wirklich verarschen. Ja. Die ganze Welt ist nur noch, oder eigentlich die Politiker. Ja. Habt ihr auch auf, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch Facebook haben, da haben sie in den letzten Tagen mal so ein Bildchen geteilt, 16 von Öltankern, bla bla, verbrauchen genauso viel und ballern genauso viel raus Dreck wie alle PKWs. Dachte ich, was gibt's da so eigentlich an Schiffchen? Ne? Macht das mal, recherchiert mal. Welthandelsflotte, müsst ihr mal gucken. Hier habe ich eine Seite zum Beispiel. 2014 waren es als Rohöltanker 16 von den Dingern, ja, die ballern nämlich Schweröl raus. 16 davon machen so viel Süff wie die, ja, wie gesagt, wurde in dem Ding weltweit, glaube ich aber nicht. Aber lassen wir einfach mal, 16 würden nur den Süff von Deutschland machen, von den PKWs. Da sind weltweit sind 6.816 gewesen. Das sind nur die Rohöltanker, ja. Dann kommen die Chemikalientanker mit fast 5.000, Flüssiggastanker mit 1.600 und ein paar zerquetschte Massengutschiffe, auch über 10.000, Containerschiffe 5.000, Stückgutschiffe 16.000. Die fahren alle mit Schweröl, ja, die meisten davon. Da hat keiner gereinigten, sauberen Diesel drin oder so. Die ballern da richtig raus, ja. Gab's einen Skandal irgendwie, muss ich lügen, muss ich nochmal recherchieren. Ja? Falls ich da einen Link zu finde, packe ich das hier unten drunter. Ja. Da hat wohl irgendwie ein Kreuzfahrtschiff im Hamburger Hafen, haben die eben keinen Diesel mehr gehabt, weil im Hafen müssen sie wohl mit Diesel eben ihre Generatoren betreiben und so. Da haben die das eben auch mit Rohöl gemacht. Und da war wohl irgendwie ein ganzer Bezirk oder so war da gesperrt, weil ja, die Luft war unerträglich und war ja. Richtig böse, so mit Fenster zulassen und hast du nicht gesehen, ja. Ein Kreuzfahrtschiff, ja. Ja, dann haben wir danach, ja, hier Passagierschiffe, ja. Das sind nur 4.000. Überlegt euch das mal. Also, ja, zum Beispiel auf der NABU-Seite wird davon gesprochen, dass die Welthandelsflotte mehr rausbläst, als wahrscheinlich alle Fahrzeuge oder so, oder war das nur Fahrzeuge? Ja, die Schifffahrt ist eine hauptsächliche Ursache für Luftverschmutzung in Europa ohne Kunden, bla bla bla, Klima, bla 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 bla. Keine Ahnung, habe ich schon wieder mal überall lesen da. Ne, ist ja auch Latz. Fakt ist jedenfalls, dass es monströs ist. Und da wollen die mir jetzt erzählen. Ihr kennt mich ja. Ich habe ja seit Jahren habe ich ja diese Macke. Ich würde ja gerne meinen T3 wieder aufbauen. Ne? Ein 1,7 Liter Diesel. Habe ich mir abgeschminkt, weil wenn das jetzt kommt, ja, nee, man könnte ihn zwar auf Benzin umbauen, aber nicht meins. Das lasse ich irgendwelche Bastler machen. Falls irgendjemand sowas sucht, ja, super Basis, kaum Gammel. Ja, was wollte ich sagen? Achso. Zurück zu der Seite. Etwa 2014. Die Dinger werden ja immer mehr. Ja? Rohöltanker sind von 2014 bis 2016, für 17 gibt es natürlich noch keine Zahlen, ja? Sind da 250 Stück zugekommen. 250 Stück und die sprechen von 16. Von 16, die so viel rausblasen wie alle PKWs in Deutschland, ja? Oder weltweit. Ich lasse das aber, wie gesagt, mal einfach auf Deutschland stehen. Aber ich habe da keine Zahlen gesehen, von daher bin ich ein bisschen da. Ja, habe ich Schwierigkeiten zu glauben. Ja, aber ist das nicht krass? Und da will uns so eine Eule dann da oben erzählen, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir bald keine Neuzulassung mehr von, am besten gar keine Autos mehr. Und das soll jetzt wie gehen? Mit Strom? Schwachsinn! Gut, dass der Strom einfach so vom Himmel fällt. Ja, da müssen wir nämlich ordentlich wieder Kraftwerke basteln und ein LKW mit Batterien. Wie soll das gehen? Ja.
Ich meine, das wäre natürlich schön, wenn wir mal alle auf ein bisschen regionale Güter umsteigen würden und nicht immer alle hin und her karren, ja, und weil billig, 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 billig. Nee, billig nicht. Ja. Mal so ein bisschen so, wie die Russen das machen eben. Oh, scheiße, jetzt wäre ich ja politisch. Wahrscheinlich wird das Video jetzt gesperrt, weil ich jetzt pro-russisch bin. Oder meine Aussage pro-russisch. Nee, aber die machen ja auch jetzt dadurch, durch diesen ganzen Quatsch, machen die ja viel eigenes eben. Ja. Also muss man denn unbedingt eine Kuka-Buka-Nuss haben oder was weiß ich für komische Früchte, die dann eben mit Massengutschiffen kommen und Containerschiffen. Und ja, muss das sein? Also da fresse ich dann irgendwelche exotischen Früchte, ja, und verfahrt der Umwelt zuliebe. Ja. Keine Ahnung, aber da kommt schon wieder. Ja, nee, echt mal. Ja, das ist doch die totale Verarsche, ja. Ich frage mich ernsthaft, was wird da jetzt gerade gebastelt, ja? Der Dieselgate. Riesending, ja. Dieselgate. Das gatet am Diesel. Was ein Schwachsinn. Hatte ich schon mal gesagt, ja. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wird feststellen, dass man natürlich, ja, die Physik kann man nicht überlisten. Und bloß weil irgendwelche bekifften Vollidioten aus der EU da sitzen und sagen, wir müssen jetzt aber die Werte senken, geht es trotzdem nicht. Der deutsche Bürger muss jetzt endlich lernen, aus dem 10. Stock zu springen. Das kann er nicht lernen. Das geht nicht. Und so wird auch dieses Auto wird nicht weniger rausschmeißen, weil es geht nicht. Und Strom, wie gesagt, ist genauso bekloppt. Ja. Es sei denn, wir würden natürlich alles hier auf Windenergie und Sonnenenergie und das muss ja auch erstmal hergestellt werden. Also. Ich denke, wir müssten einfach mal wieder auf das Regionale gehen. Ne? Back to the roots. Ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit nicht gestorben bin, obwohl wir nur zu Weihnachten Apfelsinen hatten. Ne? Drüben die Jungs, die hatten ja nicht mal zu Weihnachten Apfelsinen. Das sei denn, die hatten irgendwie Kontakte, ja, oder kamen aus Berlin oder so. Ja? Brauchen wir unbedingt Bananen? Brauchen wir das alles? Ich weiß es nicht. Wollte ich aber mal gesagt haben. Und so, scheiß Technik. Batterien, sag ich ja. Blödsinn. All klar und schön.